Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich möchte mit dir teilen, ja, wie du selber bestimmen kannst, wo genau du die Finger an der Geige legen musst, um deine Stücke zu spielen, ja. Ohne zu brauchen, so diese komischen Klebepunkte und Sticker, ja. Oder ein Video, für jedem Stück ein Video gucken zu müssen, der zeigt ganz genau, Ton für Ton, wo man die Finger legen muss und sowas, ja. Das ist wirklich nicht nötig, ja. Deswegen, natürlich möchte ich dir in 10 Minuten zeigen, ja, wie du bei jedem Stück eigentlich selbst ganz genau wissen kannst, ja, wo genau du die Finger legen kannst. Das ist ganz simpel, du wirst sehen. Übrigens, mein Name ist Anton Morales und ich bin professioneller Geiger und auch Autor des Buches Geiger lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, heute ich werde das in erste Lage zeigen, ja, die erste Lage, das einfach hier ganz unten auf der Geige. Aber, genau, wenn man lernt die Geige, ja, man fängt immer von der ersten Lage. Und übrigens, was wir jetzt sehen werden, das ist auch mega wichtig für die Intonation, ja. Eigentlich 80% von der Intonation, das ist einfach zu wissen, wo die Töne an der Geige sind. Und dann nur die 20 letzten Prozent, ja, das wirklich mit das Gehör zu trainieren. Also das Erste, was man lernen muss, eigentlich, das ist, dass es gibt nur zwei Grundmöglichkeiten, ja, wie du die Finger an der Geige legst, ja. Entweder sind die Finger nebeneinander so, okay, und das heißt ein Halbtonschritt, okay. Halbtonschritt, Finger sind komplett nebeneinander, ja, die berühren sich, okay. Dann der Geige, das sieht dann so aus, ja, so wenn ich spiele. Ich mache die andere. Naja, ich lasse alle Finger, aber erste und zweite Finger, ja, das würde so aussehen. Okay? Wie du siehst, ja, mein erster und zweiter Finger berühren sich. Das sind das Halbtonschritt. Die zweite Möglichkeit, das ist der Ganztonschritt. Beim Ganztonschritt, die Finger sind auseinander, okay? Aber nicht irgendwie auseinander, ja? Sondern es gibt so ungefähr einen Fingerabstand zwischen beide Finger. Okay, so, wenn ich dir das hier zeige, wieder an der Geige, zwischen mein erster und zweiter Finger, ja, das würde so aussehen, okay? Es gibt ungefähr Platz für einen anderen Finger zwischen beiden. Und diese beiden Möglichkeiten, ja, Halbton oder Ganzton, sind für alle Finger, ja? Zum Beispiel zwischen zweiter und dritter Finger, das würde so Halbton, okay? Und das wäre ein Ganzton, okay? Und zwischen dem dritten und vierten Finger ein Halbton, das wäre zum Beispiel so, okay? Und das wäre dem Ganzton. Und bei jedem Anfängerstück, ja, das wird immer nur diese zwei Möglichkeiten sein und sogar später, ja, das 95% von der Zeit und sogar mehr, ja, nur diese zwei Möglichkeiten. So, jetzt der nächste Punkt, das ist, dass dadurch es entsteht ein Muster zwischen alle vier Finger, okay? So, und die Frage, das ist, okay, du hast vielleicht die Finger sind auseinander, nebeneinander, aber solltest du dann alle vier Finger so liegen oder so, okay, das ist die nächste Frage. Eigentlich, ja, das ist sehr gut, das ist, dass es gibt nur vier Grundkombinationen, okay, so Muster, die die Finger bilden, das heißt eine Griffart, okay, das bezeichnet eigentlich nur, ja, wie die vier Finger, ja, welche Muster die zusammen bilden. Und die erste Griffart, das ist einfach, wenn du den ersten und zweiten Finger nebeneinander hast, zwischen der zweite und dritte Finger einen Ganzton Abstand und zwischen der dritte und vierte Finger auch einen Ganzton Abstand hast. Okay? Eigentlich, lass mir dir das ein bisschen zeigen, weil in meinem Buch, ich habe eine Illustration dafür gemacht. Okay, so das von meinem Buch hier und okay, ich zeige dir nur die Illustration. So, das ist für die erste Griffart. Okay? Wie du siehst, wir haben erste und zweite Finger komplett nebeneinander. Aber zwischen zweite und dritte, ja, ist ein Ganzton Abstand, ja, okay. So, der so groß ist wie ein Finger, okay. Und hier Ganzton Abstand auch, Ganzton Schritt. Und übrigens, ja, auch wichtig, dass hier, bevor der erste Finger, du hast auch einen Ganzton Schritt, okay. Das bedeutet, dass, wenn du guckst, mein erster Finger, ja, der ist nicht ganz unten, ja. So, genau, du musst dich... Die Referenz, dass wo die Seite in Kontakt mit dem Griffbrett kommt, ja, dass der eigentlich so klingt die leere Seite. Und dann die erste Note, der erste Finger, ja, wo der die Seite drücken wird, das wird den Ton bestimmen, ja. Und bei dieser erste Griffart in zum Beispiel, ja, ich habe einen ganzen Schritt aus zwischen erste Finger und hier die Seite, ja. Wir sehen das nicht direkt da, wenn du guckst hier auf die Geige, sondern das ist ein bisschen höher. Und wenn ich dir diese erste Griffart auf die D-Seite zum Beispiel zeige, mit alle vier Fingern, das wird dann so aussehen. Okay?
Ich könnte dir, ich spiele dir das auch einmal, das klingt auch so. Und jetzt ich zeige dir auch die zweite Griffart. Die zweite Griffart, das einfach dann, wenn du zweite und dritte Finger nebeneinander hast. Okay? Das sieht dann so aus. Okay? Ich habe einfach zweite, dritte Finger nebeneinander und dann der Gage auf die D-Seite, dieselbe Seite, das sieht dann so aus. Okay? Und dadurch, das klingt auch anders, das klingt so. Okay? Die dritte Griffart im Gegenteil, wir haben jetzt im Halbton zwischen der dritte und der vierte Finger und zwischen erste Seite Ganzton, Seite dritte auch Ganzton. Okay? Denn das sieht so aus, dieses Mal. An der Gage sieht so aus und das klingt so. Okay? Und die letzte Griffart, das ist, wenn die alle Finger auseinander sind. Okay? Und hier, du merkst, dass dadurch der erste Finger berührt hier dem, ist im Halbtonabstand eigentlich zu der Anfang der Saite. Okay? Also die Finger sind so, aber mein erster Finger ist ganz, ganz unten. Okay? Ich zeige dir das einmal, wie das klingt. Okay? So, und grundsätzlich, ja, als Anfänger, ja, diese vier Griffarten, ja, das alles, was du finden wirst in jedem Stück, okay? Später kommen andere Griffarten, ja, aber selbst später, ja, 95% der Zeit, das sind diese vier Griffarten. So, jetzt kommt natürlich die nächste Frage, ja, jetzt du weißt, dass Finger sind in Halbton oder Ganzton Abstand, dann du hast diese vier Griffarten, aber das sagt dir trotzdem nicht, ja, für ein bestimmtes Stück, ja, wann sollten die Finger nebeneinander sein oder nicht, oder welche Griffart du nutzen solltest. Also, lass uns das jetzt sehen, ja. Und bevor wir anfangen, ja, ich möchte auch kurz was erwähnen. Ich weiß, dass viele nutzen Klebepunkte oder Sticker, ja, um die Noten zu finden, ja. Leider, ich habe auch gesehen, dass viele empfehlen das, ja. Und genau, ich wollte dir kurz sehr stark dagegen abraten, weil eigentlich langfristig, das wird dich wirklich behindern, die Geige richtig zu lernen, ja. Und natürlich, ja, jetzt, ich stelle mir auch an deinem Platz, ja, und wahrscheinlich, du hast auch andere Video, okay, du kennst mir auch gar nicht, natürlich, ja, und dann du fragst dich so, wer sollte ich zuhören, ja, der eine sagt so, der andere sagt so, und vielleicht probierst du sogar Klebepunkte und du merkst, oh, das wird direkt besser dadurch, ja, also das ist wahrscheinlich sehr gut für mich, ja. Und deswegen, ja, ich möchte dir mal etwas kurz erzählen, ja, und sehr auch transparent mit dir sein, ja, weil, genau, so, warum ich dir das sage, das ist, weil ich habe sehr, sehr viel Recherche gemacht, ja, und ich will nicht so arrogant klingen oder sowas, ja, ich möchte nur, dass du weißt einfach, warum ich das sage, ja, worauf das basiert, ja, und konkret, worauf das basiert, ja. Das ist das, so, erstmal natürlich, ja, so wie jedem professionellen Geiger, ich habe mir die besten Geigenlehrer Europa studiert, ja. Aber dann, es ist wichtiger, das ist das, für mich unterrichten, ja, das ist wirklich meine Leidenschaft, ja. Und deswegen, ich habe sehr, sehr viel Recherche gemacht, ja, über was sind die besten Methoden, um Geiger zu lernen, ja. Weil ich wollte wirklich 100% sicher sein, dass meine Schüler auf die schnellste Weg Geiger lernen, das wirklich erfolgreich lernen, ja, okay. Das für mich so, wenn jemand es nicht schafft zu lernen, das ist für mich so, so sehr, sehr traurig. Also ich habe sehr viel Recherche gemacht und besonders, ja, ich habe so Jahre verbracht, ja, alle Bücher zu lesen, die es gibt, ja, die grundsätzlich in die so paar letzten Jahrhunderten geschrieben wurden über das Geigenlernen, ja, das sind Hunderten von Büchern, ja. Und dann ich habe auch alle Meisterkurse geguckt, die es gibt, ich habe also unglaublich viele Videos analysiert von den besten Geiger, ihre Biografie, Autobiografie gelesen, alles, ja, um wirklich zu finden, wie die gelernt haben und so weiter, ja. Und ein Punkt, ja, wo ich wirklich 100% sicher bin, das ist, dass Klebepunkte das nicht gut, um Geiger zu lernen, ja. Und übrigens, das ist lustig, weil in das Buch von Leopold Mozart, ja, das war der Vater von Mozart, und er schreibt schon über Klebepunkte, ja, und das vor 250 Jahren oder sowas, ja. Okay, und früher, es gab schon Leute, die haben das versucht, ja, und schon damals, ja, so er schreibt, dass es sehr, sehr schlecht war für die Intuition und so weiter, langfristig, ja. Und genau, und er hat selbst, er war der Vater von Mozart, er hat Mozart ausgebildet, ja, das ist ein sehr wichtiger Geigenlehrer eigentlich.
Naja, so genug mit diesem Thema. Lass uns weitergehen. So, wie weißt du bei jedem Stück, ja, wo du die Finger liegen solltest? Erstmal, ich muss sagen, das neue Instrument lernt es durch Grundübungen. Ja? Wenn du fängst an, Geige zu hören, ja, zum Beispiel bei den meisten Methoden, und ich zum Beispiel, ich habe spezielle Grundübungen für meine Schüler geschrieben, ja, und das Ziel, ja, das ist, die eins von dem Ziel, ja, das ist, die verschiedenen Griffarten, ja, systematisch einander zu lernen, ja. Zum Beispiel bei meiner Methode, ja, das erste, was man lernt, ist einfach die erste und zweite Finger zu spüren, dann der dritte dazu, sorry, erstmal so, dann der dritte dazu und dann der vierte Finger dazu, ja. Und so ergibt sich die zweite Griffart, erstmal auf die D-Seite. Dann man lernt die erste Griffart auf die A-Seite, dann die dritte auf die G-Seite und dann die vierte auf die E-Seite, ja. Sodass man einfach automatisch die Griffarten lernt, ja, so durch die verschiedenen Grundübungen, ja. Und dass man braucht nicht wirklich das so zu analysieren, unbedingt, wie ich dir jetzt zeigen werde, weil man lernt das durch die Grundübungen. Okay? Aber jetzt zeige ich dir trotzdem wie. So, um das bei deinem Stück zu finden, ja, ich muss sagen, du musst ein bisschen lernen, die Noten zu lesen. Okay? Und wirklich, das ist nicht kompliziert. Viele, die sagen, das ist so schwierig. Das ist wirklich nicht. Das ist ganz einfach, ja. Ich habe auch noch ein Video darüber. Ich habe auch in meinem Buch, erklärt das. Okay? So, lass mir dir ganz kurz das ein bisschen erklären, ja. Und wie, und der Zusammenhang mit den Griffarten und wo du die Finger legst. So, hier zum Beispiel, genau, das ist von meinem Buch, ja, eine Seite. Und hier, das ist die C-Dur-Tonleiter. Okay, das ist die ganz Standard-Tonleiter, die Geige. Und was du siehst, das ist die Noten, okay, die man spielt, pro Seite. Das ist die vier Finger auf die G-Seite, die vier Finger auf die D-Seite, die vier Finger auf die A und auf die E. Okay, das sind wir 1, 2, 3, 4. D-Seite 1, 2, 3, 4 und so weiter. Okay? Und hier die Abbildung, ja, das ist wie die Finger pro Seite für diese bestimmte Tonleiter an der Geige gelegt werden. Okay? Und wie du siehst, an der G-Seite zum Beispiel, erste, zweite, dritte, vierte, die werden so gelegt, sodass du einen Halbton zwischen der Seite und der dritte Finger hast. Okay? Im Gegenteil auf die D- und die A-Seite, dieser Halbton ist zwischen der erste und zweite Finger, und auf die E-Seite sind alle Finger auseinander. So, jetzt natürlich könnte einfach so bei jedem Stück sowas gucken, ja, okay, zum Beispiel mein Buch, ich habe das gemacht für die meisten Tonarten, ja, und dann du weißt, okay, welche Tonart das ist, aber eigentlich, du brauchst das nicht wirklich, ja, du musst nur zwei Regeln verstehen. Das erste, das ist bei die Töne, ja, wo sind die Halbtöne und wo sind die Ganztöne, okay? So, grundsätzlich, es gibt sehr wenig Halbtöne und am meisten, das sind Ganztöne, okay, so standardweise, die Finger sind auseinander. Mit die Aufnahme von zwischen, du kannst eigentlich auch besser sehen, Ra und C, okay, das ist Ra und C, und E und F, E und F, okay? Und dann das wiederholt sich, das wieder Ra und C, hier, okay, und E und F, hier, die leere Seite und der erste Finger. Und, genau, und da weißt du eigentlich so, wo sind die Halbtöne oder die Ganztöne. Und dann, natürlich, hier, das ist, weil es gibt kein Vorzeichen, das ist C-Dur. So, wenn du hast Vorzeichen, ja, das ändert das ein bisschen, aber das ist auch nicht so kompliziert. Und die Regel ist sehr einfach. Wenn du ein Kreuz vor einer Note hast, ja, wie zum Beispiel hier, ja, du hast ein Kreuz vor dieser Note, dem F, so, was passiert, so, das ist ein Fis, okay, ist ein anderes Thema, aber dadurch, ja, die Note wird halbton höher, die geht halbton nach oben, okay? Bedeutet, dass dem Finger, ja, dass diese Note hier, vorher, die war hier, und jetzt durch dieses Kreuz, die geht da, Halbton nach oben. Deswegen in diesem Fall, erste und zweite Finger sind nicht mehr nebeneinander, sondern dem Seite und dritte. Okay? Und im Gegenteil, ja, wenn du hast ein B, wie hier, vor dieser Note, was passiert, ist das Gegenteil. Der Ton wird dadurch Halbton tiefer. Und wenn du guckst hier, ja, das sind diese Töne, H, B, C, D, H, B, C, D. Der zweite Finger war vorher hier, okay, neben dem dritten. Und jetzt durch diese B, das heißt, und die Note heißt auch B, ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil das heißt dann, die Vorzeichen heißt B, ein B-Moll. Okay, und dadurch, die wird halbton tiefer und jetzt sie ist neben dem ersten Finger. So, das sind die Grundregeln. Ich weiß, das ist ein bisschen viel natürlich, ja, aber wenn du das ein paar Mal übst und wiederholst, ja, du wirst sehen, dass es nie so kompliziert, wie es aussieht, okay? Ich habe auch noch ein Video, zum Beispiel, wo ich zeige, wie man Noten liest und so weiter, ja. Aber jetzt, was ich dir empfehlen würde, das ist,
so, es gibt drei Möglichkeiten. Ja, so die eine, ja, du kannst, ich habe auch noch ein Video über diese verschiedenen Punkte, das wird dir auf jeden Fall helfen. Eine andere Möglichkeit, aber würde ich dir wirklich empfehlen, weil ich schenke mein Buch, okay, du kannst es kostenlos bestellen, das ist die zweite Möglichkeit. Okay, würde ich dir wirklich empfehlen, da ich erkläre viele Sachen, wie man die Gänge richtig lernt. Und alles, was ich dir jetzt gezeigt habe, viel detaillierter. Und natürlich, eine andere Möglichkeit, ja, ich habe selbst auch eine Online-Gaggenschule für Erwachsene, ja, die Gaggenakademie. Okay, und da könnte ich dir auch persönlich helfen, Gagge richtig zu lernen. Okay, und ich würde mir dann sehr freuen, dich persönlich zu begleiten. So, das war's alles für heute. Ich wünsche dir dann sehr viel Spaß, ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Und du kannst mein Buch auch, wenn du willst, hier direkt bestellen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir sehr viel Spaß.